On the Way with Sven. So, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist noch heißer. Ich habe mich entschieden, doch die Runde Verso X zu laufen. Das sind ungefähr 18 Kilometer und mein Ziel ist es, dass ich vor 18 Uhr ankomme. Zwar nicht Rekord, aber auch Kopfsteinpflaster wird es auch nicht besser. Also, ich habe vor 18 Kilometer bis 1 Uhr zu laufen, dann kommt ein Schiff und dann geht es nach Genf rüber. Die andere Variante wäre 33 oder 32 Kilometer, das ist mir zu heftig heute bei der Hitze. Das heißt, ich werde heute in Genf ankommen, aber ich werde cheaten mit einem Schiff. Aber Schiffe sind ja als Pilger erlaubt. ja, so, dann laufen wir mal. Dann gucken wir, dass wir bis 13 Uhr in Verso X ankommen. Wenn nicht, dann muss ich da übernachten. Kann man auch machen. Die letzten Schweizer Kühe. Für euch. Macht's gut. Ich habe fast an dem Pferd. Aber lasst euch von meinem Tod nicht stören. Schöne Aufnahme. Schwupp und aus. Ja, das hat mir mal einer erklärt, dass man in der Schweiz für jeden Scheiß abstimmen kann. Und jetzt habt ihr hier Benzinpreiserhöhung. Das verstehe ich nicht. Das ist ja mal Werbung. Zwischendrin Ibiza für 318 Euro. Und der Rest ist politische Werbung. Zweimal No. Und hier noch die Anleitung, wie man Covid bekämpft. Mein Gott, ist das Werbung. Wow.
gerade noch geschafft mit Abkürzung an den Hafen. Jetzt habe ich auch noch 15 Minuten Zeit, also Zeit für einen Kaffee und eine Coca-Cola. Servo. Und dann geht's mit dem Schiff zu Guardian Angel nach Genf. Ein bisschen Abkürzung. Ja, das ist auch jetzt das letzte Stück, wo ich mit dem Schiff überbrücken kann. Auf der ganzen Reise wird es wahrscheinlich gar kein Schiff mehr geben. Mal gucken. Also eigentlich nicht. Sehen, weiß ich nicht. Mein Schiff wird kommen. Es ist schon noch 13 Uhr. Hier ist es einfach vorbei mit der Schweizer. Sein. Er müsste in den Schlaufe drehen. Mal gucken. Das ging ja mal richtig in die Hose. Das heißt, das Schiff muss man einen Tag vorher bestellen. Das ist der Held. Ich habe das Ticket gekauft und kein Mensch hat was gesagt. Also kein Schiff. Aber hier fährt die S-Bahn. Das ist also nicht so weit. 3 Euro kostet das. Eigentlich könnte ich auch laufen, aber ich wollte noch ein bisschen in den Gap sehen. Seht ihr den wunderschönen Hafen an Genfer See hier? So, angekommen im Hotel. 3 Uhr, geduscht, gewaschen, Gewäsche gewaschen, alles erledigt. Und jetzt habt ihr genau 3 Sekunden Zeit, um zu erraten, welche Kuriosität ich hier gleich als erstes erlebt habe. 3, 2, 1, 0. Tolle Ideen, aber ihr werdet nie drauf kommen. Ich habe gleich ein Angebot von einer Prostituierten bekommen. Also, ich werde auf diesem Weg geprüft. Aber eins muss ich schon sagen, modern neben alt. Es ist wirklich eine schöne Stadt. Wow, ich bin total geflasht. Ja, vielleicht auch ein Sündenpool. Achso, wir machen eine kleine Stadtreise. Also die Schönheit dieser Stadt festzuhalten, ist ja fast schwer. Ich habe meine 360-Grad-Kamera gar nicht dabei. Ist ja blöd. Jetzt gucke ich mal, was ich machen kann mit meinem hässlichen iPhone. Falls ihr es noch nicht wissen solltet, dieser hässliche Berg hier heißt Mont Blanc. Das ist der Mount Blau. Jetzt kommt der Klugscheißer. Und es gibt wieder Lollibusse oder Trolley, besser gesagt. Oh, wir sind fast überfahren worden. Muss man hier aufpassen. Wir sind wieder in der Stadt. Erste wichtige Aufgabe erledigt. Es ging um ein zweites Wurscht-T-Shirt. Also ein T-Shirt, was mir viel zu klein ist und vor allem langärmlich. Das Problem ist zu kurz. Da reibt es unten. Und ich habe es eins bekommen. Aber mit Händen und Füßen. Und man muss wissen, das gehört zu den Fußball-T-Shirts. Die, wo hier unten ein bisschen enger geschnitten sind. Also quasi Underwear. Aber ich muss euch sagen, die Stadt ist so groß, ich kann es euch gar nicht zeigen. Wir werden jetzt mal unser freundliches Petit Bus aufsuchen, um dort quasi den Versuch zu starten, ein bisschen Überblick zu kriegen. Aber schaut euch mal diese Stadt an, das ist, ich kann nichts dazu sagen, das ist magnifique.
Trappier. Bonn. Bonn, Bonn. Also mehr als Bonn. Das ist eine Stadt, die lebt. Das ist abartig und vor allem in einem Stil. Ich würde sagen, Le Petit Paris. Oh, ich kann schon ein bisschen Französisch, ich glaube es gar nicht. Aber ich versuche bloß die Wörter, die ich kenne. Übrigens, wusstet ihr schon, was Einkaufstüte heißt auf Französisch? Le Sac. Ich wollte keinen Sack. Bis dann, ciao. Also ich glaube, so langsam zu wissen, wo das Geld in Europa steckt. Vor allem der Sekundenzeiger, geil. Guck mal die Uhr an. Ich würde am liebsten reinsteigen und den Sekundenzeiger anhalten. Aber also, wir gehen jetzt quasi zu, wie war das? A Guardian Angel, also quasi Gardeau Anglais, vermute ich. Aber L'Église weiß ich auch schon, inzwischen heißt Kirche. Oder Kathedral oder Tempel. Tempel, glaube ich, eher ist bei den Evangelisten. Also, hier soll all 20 Minuten unser schöner Zug kommen, dass wir mal kurz eine kleine Rundreise machen. Oh Mann, das Video wird heute lang, weil ich muss euch sagen, so schöne Stadt. Mann, die haut mich jetzt mal wirklich um. Wirklich. Wirklich. Das heißt, wirklich. Ich zeig's euch. Heute ist nicht mein Glückstag, muss ich euch echt sagen. Hier ist die Information und ich habe jetzt gerade nach dem Le Petit Train gefragt und das Problem ist, der fährt nicht eine Woche lang, weil hier zwei mächtige Menschen in der Stadt sind, die, ich bin ja froh, dass ich nur rumlaufen darf, weil Biden und Putin sind heute hier in Genf. Die fragen mich, wo? Die sind mir noch nicht über den Weg gelaufen. Oh Mann, das ist nervig. Da kann er doch mal ein Touri richtig was erleben. Vor allem, wenn er einmal in der Stadt ist, muss Putin und Biden auftauchen. Ich bin geschockt, gestresst. Ich falle fast in Ohnmacht. Was mache ich jetzt hier? Ich bin heute sehr in Prüfung. Heute werde ich sehr geprüft. Wisst ihr immer, meine letzte Bastion ist dann das Museum, das immer auf hat. Also wenn die Stadt so viel Geld hat, dann schaue ich mir doch das hier mal an. Sieht jetzt schon mal nicht schlecht aus. So, der Abschluss für heute, der Abschluss für heute. Eine lebendige Stadt, kann man nicht sagen. Puh. Heiß heute, 29 Grad und ich habe trotzdem meine 26 Kilometer zusammen. Bin im Ibis und hier die Zusammenfassung. Stört ja keinen. Also morgen geht es dann nach Frankreich. Jetzt muss ich mal nachgucken, wohin überhaupt. Ich habe das Buch noch gar nicht ausgepackt. Deswegen gehe ich jetzt mal ins Hotel und schau mal, wo ich morgen schlafe. Und niemand erzählt, ne? Das Schiff ist gefahren, gell?